So, YouTube. Ja, wir haben gerade so überlebt eben und der Hanson hat uns die Aufgabe gegeben, jetzt dieses Paper zu suchen. Dann werden wir das doch mal machen. Und losstürmen. Wir brauchen dazu einen Aufwiegler. Da ist er doch schon. Oh, du wiegelst hier nichts mehr auf. Sehr schön. Da ist es. Brüder, wir treffen uns in der Nacht am Monumentstein. So. Das ging ja schneller als gedacht. Dann können wir ihn direkt informieren. Das freut mich natürlich sehr. Achso, er will es gar nicht mehr wissen. Wo soll ich hin? Goblin-Treffpunkt im Norden. Na gut, gehen wir halt dahin. Ich dachte, ich muss ihn vorher informieren, dass er vielleicht mit will oder mir eine Armee zur Seite stellt. Aber nö. Na gut. Was nicht ist, kann ja noch werden. Auf zum Goblin-Treffpunkt. Oha. Was haben wir hier? Ja, was ist los? I did it. Don't hit me. Huh? You were the one talking to Ruby at the Starlight Observatory ruins, right? So sieht's aus. Wer bist du? Let me introduce myself. I am Ariella. I am researching the Estella Fields monument stones and the local goblins. Was führt dich her? Ruby has been feeling uneasy lately, and the goblins have been acting strangely. Based on my investigation, they appear to be gathering here. Ja, okay, sehr gut. They seem to be preparing for an important ritual, but I have no clue what that might be. Do you have any ideas? Der letzte Satz könnte ein Hinweis auf ihr Ritual sein. Then they're here for that ritual? Ja, da wissen wir beide etwa gleich viel. How fascinating! I absolutely must know more. I have an idea, adventurer. I will morph you into a goblin, then you can listen in on their gathering. Du kommst nicht mit? Oh, infiltration isn't one of my strong suits. Aber zu meinen. Better if I send an expert like you to find out what the goblin's objective is. Okay. Dann verzauber mich mal. La 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 la. La 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 la. Now listen up. The ritual is starting. This is our time. A celebration of goblins, by goblins, for goblins. Now, yo. Let's begin. Yo. Was soll ich machen? Verwende die Fähigkeit Goblin-Tanz. Wo ist sie? Ach da, Goblin-Tanz. Ah, muss ich das hier machen? Aber was muss ich denn machen? Alle zusammen? Den lilanen? Machen alle blau gerade. Okay, er macht lila. Okay. Muss man erstmal checken. Grün. Grün. Jetzt kommt wahrscheinlich gelb. Er macht grün. Okay,
Okay, irgendwelche Sternfragmente. Jetzt gelb. Oh. Nochmal gelb. Gut, kriegen wir hin. The last emblem. Don't forget, meet us there. Sehr gut. Da haben wir ihn. On the day of battle, the Urstella goblins tear off the last sentence of their chieftain's orders and divide it up to carry amongst themselves. If you gather all of the pieces, you can complete the missing sentence. Das haben wir doch gerade gemacht. Dahin werden wir abgehen, den schönen Satz. Wenn die Kamera nicht abgestürzt wäre. Ich liebe die Elgato-Software, sage ich euch. Ja, wirklich. Ich glaube, ich habe noch nie so schlechte Software gesehen. Ihr macht eine Sache nicht, und zwar einfach funktionieren und laufen. Oh Mann. Wäre halt schön, wenn das einfach mal nicht, wenn Technik heutzutage einfach funktioniert. So, dann machen wir es halt so. Good job. Front paws to the spider and tail towards the star. They plan to lure the resistance into Carmine Forest and take control of the Starlight Observatory ruins. How cunning. Okay. Von Zaroth, dem Kommandanten von Arcanum in Lasland-Region. The Starlight Observatory ruins are in a strategic spot and must be defended. Okay, irgendwie haben die Turmprobleme, kann das sein? Was soll ich tun? Go to the Starlight Observatory ruins and let the guard know about the goblins' attack plan. In the meantime, I'll gather some troops. Mach das. Time is of the essence. Hurry. I'll meet you there. Ja. Treffen wir uns da. The missing sentence said that an elite contingent of Urstella goblins was headed for the Starlight Observatory ruins. You went back to the ruins to warn the guards of the ominous news. Hearing this, Henson left to assemble troops. So, wir können uns natürlich wieder hin teleportieren. Aber ich will hier immer noch über die Felder rennen. Vielleicht entdecken wir noch das ein oder andere Buch rumliegen haben, was wir vorher übersehen haben. Gerade hier bei den Ritualdingern kann es doch mal vorkommen, dass da noch ein Buch liegt. Oh, sind die alle hinter mir her? Solium steht jetzt unter dem Segen, bla bla bla. Wäre schön, wenn die Sachen so lang wären, dass man sie lesen könnte. Klar, irgendwann weiß man, was da steht, aber am Anfang ist man davon immer maximal verwirrt. Okay, hier ist auch kein Buch weiter. Da ist noch ein Ding. Aber ich glaube, bei dem waren wir überall schon. Als wir die Contracts gemacht haben. Ja. Subi. Was ich ein bisschen schade finde, halt, dass es keine dedizierten deutschen Server gibt oder so. Das fand ich immer, oder empfinde ich zum Beispiel als ganz wichtig. Für die meisten ist es wahrscheinlich eher weniger relevant, weil sie auch einfach Englisch, Französisch oder so akzeptieren. Aber ich bin da so ein bisschen, ich mag das irgendwie, da kann man sich mehr in so eine Community öffnen, finde ich, wenn sie ja, zugänglicher ist. Hallo da! Planning on going hunting? Okay. Das ist der Speicher. Ich dachte, ich kann was kaufen bei ihm. Ah, das ist der Haken. Mal gucken, ob ich hier irgendwas übersehen habe. Oh, oh. Aber hier ist auch nichts mehr. Gut. Off into the woods or the abyss. Wherever you go, as long as you're well prepared, you have nothing to worry about. Zu wem soll ich?
Ach, da unten. Da ist ein Buch. Zack. Ich wusste doch, irgendwo schlummern noch eins. Hallo again. Und immer ganz wichtig, gerne liken und abonnieren. Vielen, vielen Dank. Oder in Chat schreiben. Auch sehr willkommen. Wir können gerne zusammen reden. Vielleicht hat es ja einer von euch schon gespielt, das Spiel. Nicht wahr? Dann. Oder ist weiter oder ist noch nicht so weit. Dann auch gerne reinkommen und ja, drüber reden. Mr. Pango langweilt sich. Ja, ist dein Problem. Du musst dir anhören, was ich über den Angriff weiß. What? An attack? Everyone already left under Captain Ruffalo's order. Ja, super, und wir mittendrin. Schöner Mist. Okay? I'm fine. They're swarming. It's a surprise attack! There are more numbers than I thought. Adventurer, we'll block the entrance. Please activate the magic trap set on the uphill path. Magic Traps, krieg ich hin. Schnell! Alright, we're ready. Let's go up. Zack. Ach, ich beseitige die hier alleine. Okay, press the explosive device detonator. Was soll ich drücken? Ach so, das da. Was it a success? Du darfst nicht überleben. They won't come back. Right? Hm. What's that? Coming back. Again? What to do? We've used all the magic traps. There's one thing we're testing at the top of the hill. I'm not sure. It's still incomplete. There's no other choice. Okay. Activate the magic trap at the end of the ruined observatory. We'll take care of the goblins in the meantime. Na dann. Hallo. Wo soll ich hin? Da oben. Ach, das Ding. Ah, von oben runterschütten oder was? Good, a success. It was a bit risky this time. We'd have been in quite a pickle if it hadn't been for you, Adventurer. Thank you, Adventurer. Und wer sagt, dass nicht noch mehr kommen? Not yet. Ja. What are you doing? Kill them. Gnoller kommt. This is ours from this day forward. Oh oh. What's the huge monster? Stop them! Everyone descend! We have to block the entrance somehow! We can't let that monster in! Uh-oh! No! There are too many enemies! Adventurer! You have to hang in there! Sorry I'm late. Leave the rest to us. Good! The one-eyed hawk has come! It's been a long time, Canola the Butcher! Ow! The shamans support Canola. Kill the shamans first. I'll okay, die Schamanen Canola. Zuerst. The shamans are using recovery skills. Was soll ich machen? Get behind me. I'll protect you. Don't make me laugh. Ach so, hier soll ich kämpfen. Sag mir das doch. Von wegen Eingang bewachen. Dann soll er mich jetzt mal bitte verteidigen. Oh oh. Let's launch a full-scale attack.
yet. Und jetzt sollen wir Gnoller besiegen mit 20 AP oder was? Und hier einen ganzen Anhängel. Das schaffe ich doch nicht mehr. Noch mehr. Ah! Nein! Stirb! Puh. So! Eieiei, erstmal die Anhängsel entfernt. Jetzt haben wir genug Ruhe. Zum Glück geht der auf den. Und zum Glück haben wir Fernkampf. Okay, das war's mit Gnoller, oder was? So, Gnoller. Nix mit dir. On Ruffalo's order. There may be important orders among the chief's belongings. Look closely. So, Gnoller Kampfstab. Eine Holzstange der Beute des Goblin-Schlechter. Verbrannter Wolfschädel trägt etwas im Maul. Aha, er wollte was zur Schau stehlen. Obwohl schwer erkennbar, scheint sich auf dem Armband ein Emblem und damit ein Hinweis auf den Besitzer zu befinden. Ach, jetzt müssen wir wieder suchen, oder was? Da. Okay, herausholen. Wie hole ich es denn heraus? Achso, da, nicht? So. Okay. Jetzt ranzoomen und... Ja, geht doch. Alle Hinweise gefunden. Der Wolf der Wache wird nicht fallen. Okay. Lass mich das doch lesen, Spiel. Where the hell did you find this? It's my armband from back in the day. Thanks for finding it. Do you mind bringing this to Ruffalo? About time this armband gets itself a new owner. He'll get more use out of it than me. Come to think of it, I don't think we've had a chance for introductions. Where are you from? Ich komme von der Flüsterinsel. Wisp Island. Do you happen to know anyone named Jan Junath? Jan war der älteste der Insel. Ah, I see. Jan is my friend who used to travel around Silesium with me. If it weren't for that insidious Calanthea. That was such a long time ago. I'll see you later. Na dann, bis später. Geh doch. War aber echt haarig, nicht? Weil ich nicht wusste, was ich machen soll immer, sofort. Und zu spät gesehen habe, wo man hin muss, nicht? Dann kämpft man erstmal, zieht Aggro von Viechern, die eigentlich nicht die Aggro einem hätte geben sollen müssen können. Aber wir haben es ja trotzdem geschafft. Dank des Heiltranks, den ich vorher gefunden habe. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal an den... weiß eben nicht, was er hier will zu mir. Zum Strand und suchen noch die anderen verbleibenden Sachen. Damit wir das dann mal vollkriegen in irgendeiner Weise. Wir haben noch einen Punkt. Da gehen wir jetzt mal auf Weisheit. Bringt uns nämlich Mana... Wir haben ja auch den Kampfstab, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Was hier
was er hier mal meckert, weiß ich gar nicht. Weil ich kann ja eh nichts erhalten, aber irgendwie ist der immer markiert. Also irgendwas habe ich hier übersehen bisher. Irgendwas kann man bestimmt irgendwo anklicken. Aber... So, Codex. Da haben wir eine Stufe abgeschlossen. Uns fehlt auf jeden Fall noch das hier. Mit Lilara, Vertragsverwaltin, bla bla bla. Sprich mit dem Händler. Okay, wir müssen zurück zum Händler. Und hier... Ah, Belohnung einfordern. Wachstumssteine für Rüstung. Nehmen wir das. Sehr gut. Haben wir das eingefordert. Hier gehen wir zum Händler zurück. Da müssen wir weiter den nach Ruffalo. Gut, und dann gehen da die Sache weiter, die Mission. Jetzt haben wir schon wieder neue Gegenstände. So, Fähigkeiten könnten wir auch mal wieder leveln, nicht wahr? Wir haben auch neue dazu bekommen, habe ich gesehen. Brutaler Pfeil und Pfeilwirbel. Uiuiui, was macht der denn? Schmeißt einen Pfeil in die ausgewählte Richtung, der auf dem Ziel der Flugbahn Schaden in Höhe von 100% des Grundschadens zufügt und das Bewegungsvermögen von Zielen im Umkreis senkt. Ah, das Problem ist, man kämpft so dynamisch und so eng am Gegner. Was bringt mir das verlangsamen? So richtig verlangsamen kann ich die eh nicht, die Gegner. Semi-interessant. Ein einzelner Pfeil fällt auf das gewählte Zielgebiet und verursacht einen Schaden in Höhe von 320% des Grundschadens. Plus 36 an allen Zielen mit einem 3-Meter-Radius. Das finde ich zum Beispiel sehr gut. Das nehmen wir auf jeden Fall ins Repertoire auf. Wir haben noch ein bisschen was übrig. Stufenaufstieg. Oh, Stufe 2. Stufe 3. Komm, bringen wir ihn gleich auf Stufe 4. Und dann bringen wir das hier noch auf Stufe 4. Oh. Sehr gut. Und das ist schon auf Stufe 5. Probieren wir es mal auf Stufe 6 zu bringen. Sehr schön. Überwinder. Oh. Okay, jetzt ist es blau geworden. Verstehe, verstehe. Fesselnder Pfeil. Komm, machen wir auch noch hoch. Dann sind die alle weg, die Punkte. Und die nächsten gehen dann wieder auf den Stab, nicht wahr? Was hat er hier noch? Meckert? Keine Ahnung. Fähigkeiten Spezialisierung. Wir haben 6 Punkte. Brutaler Pfeil. Erzeugt beim Ziel ein Sturmgebiet, vergrößert den Angriffsbereich. Da muss man aber dann sicher sein, dass man nicht noch mehr Gegner pullt, nicht? Wenn es zu viel wird. Was haben wir hier? Entschlossen der Scharfschützen, da haben wir was drauf. Fesselnder Pfeil, da können wir noch was drauf geben. Abklingzeit oder nehmen wir das. Wir können es ja jederzeit ändern. Das ist schon recht dynamisch und praktisch, nicht wahr? Ja. Okay, hast du noch Aufträge? Ne. Alle Aufträge erfüllt. Wir haben 120 Vertragsmünzen. Das heißt, sie kann uns eh nicht mehr helfen. Wir sollen wieder an den höchsten Punkt. Das machen wir doch glatt. Oh, oh. Oh, oh. Das war zu viel des Guten. Oh, oh. Ich wollte da nicht runterfallen. Wo bin ich? Okay, dann normal hoch. Diese Orangen sind ziemlich fies. Die schleudern einen so weg.
So, da sollen wir wieder hin. Kriegen wir wieder hin. Da gleiten wir ordentlich. Können wir auch einmal den Wald überfliegen? Oder lieber nicht, sonst landen wir vor der Spinnenkönigin. Das Risiko gehen wir nicht ein. So, guten Tag, Ruffalo. Ist alles in Ordnung? Wir haben die Carmine Forest geschützt. Du hast das Starlight Observatory geschützt. Und du bist nicht mal ein Member der Resistance. My thanks. Aber sowas von. Ich war zuvor ehrlich. Zaroth hätte mich fast erwischt. Du gehörst nicht einmal zum Widerstand, aber du hast viel für uns getan. Hier ist das Armband von Hansen. This is his armband. How did you get this? Ich habe es im Auftrag von Hauptmann Hansen gesucht. Captain Hansen wants me to have this? Natürlich will er das. Me? I don't deserve this. Das Leben kann schwer sein. Was ist passiert? 10 years ago, most of the patrol members died. Oha. In a plot by the Archeum Legion. Only Captain Hansen, myself, Gistil and Zizero survived. Oh no. Before I knew it, I was running away. I brought in reinforcements, but it was too late. My comrades died and the captain lost an eye. Bitte denke gründlich darüber nach, warum du das Armband bekommen hast. Well, he's quite magnanimous. Sorry, but can I ask you a favor? I now know how Captain Hansen feels. So you can return this to its true owners. To my comrades who died there 10 years ago, fighting to the bitter end. I can't leave my post, so I would ask you to do it for me. Okay, was brauchst du? You will find the monument of Gestal and Zizero in the Starlight Observatory ruins. Please bury this armband under the monument. Kriegen wir hin. After being given the armband, Ruffalo protested that it truly belonged to someone else. He asked you to deliver it to his comrades, who fell in battle a decade ago. It is time to go and find the resting heroes. Wenn du in einem Dungeon jagst, kannst du Abgrundvertragmarken ausgeben, um EP zusätzliche Soland erhalten. Okay. Jetzt kommen die ersten Dungeons. Ich weiß nicht, ob ich die machen werde. Oder ob man die skippen kann. Das wäre relativ praktisch, wenn man die nicht machen müsste. Weil ich fühle mich auf jeden Fall nicht fit, hier irgendwas in der Gruppe zu schaffen in dem Spiel. Da ist der Pilz. Heilpilz. Aha, aha. Können wir sicher einen Heiltrank kochen. Nicht in WoW und so, wenn man da eine Zeit lang gespielt hat, da hat man so ein Gefühl gehabt, okay, das schaffe ich, den Gegner schaffe ich hier irgendwie. Ich habe null Ahnung, ich bin Level 19, keine Ahnung, wie ich das geworden bin. Ich habe gegen 8 Gegner gekämpft, nicht? Die Goblins eben waren die größte, ja, Macht, mit der ich quasi gekämpft habe. Und man ist nicht so wirklich sicher, was man wirklich macht, in meinen Augen. Bisschen schade. Jetzt wissen wir wenigstens, wofür die Dinger da am Eingang sind. So, und das sind ja die beiden 10 Jahre alte Gräber, wie hätt's gedacht. Und danke für 3 markig Bewertung, wichtig und richtig. Ein Denkmal, genau. Jetzt müsste hier irgendwo das Armband liegen. Seht man aber leider nicht. Schade, schade. Und jetzt ist hier, alles blinkt, alles leuchtet. Was? Okay. Erstmal hier. Mit Ashien reden. Ja, habe ich. Could you listen to my story for a little while? Das mache ich. I've been drawing since I was young. I can't see, but it feels like some mysterious power is leading the brush.
I drew that painting when I was young. It's a painting I gave to my dad as a gift. People get scared when I show it to them. Okay. Adventurer, could you have a look at my picture? I think you may discover something in it. Please. Okay. Sicher, ich schaue mir dein Gemälde an. Thank you. The painting is there, so please take a look. I covered it with a cloth because people were afraid. But you can uncover it. Okay. Sollten wir das wirklich tun? Ich würde sagen, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Bis gleich.